So. Einen da unten in der Ecke stecke ich gerade. Wunderschönen guten Morgen. Das müssen wir natürlich mal schnell noch ändern. Denn da gehören wir hin. Im F1 Game. Guten Morgen. Da unten steht ihr diesmal. Hi. Willkommen zurück zu Formel 1 2022, die Fahrerkarriere. Oh, es scheint einen kleinen Fix gegeben zu haben. Jetzt sind wir nämlich an der richtigen Position. P16. Sehr schön, gehen wir gleich rein. Erste Saisonhälfte haben wir gestern, naja, ich würde nicht sagen erfolgreich, aber wir haben sie abgeschlossen. Genau. Lass uns mal einen Blick reinwerfen. Level 11 sind wir jetzt im Ansehen. Haben immer noch Sebastian Vettel als wundervölligsten Teamkollegen. Und ja, sie haben es tatsächlich gefixt. Sehr schön. Jetzt müsste das auch hinhauen. Wir sind wieder richtig einsortiert mit unseren 0 Punkten. Aston Martin, also das einzigste Team ohne Punkte diese Saison. Das sind wir. Und haben hinter uns immerhin ein Haas, einen Alpine, einen Williams und einen Alfa Romeo. Ihr wisst ja aus Season 1 hoffentlich noch, was das bedeutet. Aber wir haben eben auch erst Halbzeit. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir haben noch 5 Rennen vor uns. Wir fahren jetzt in Sandford, dann in Monza, in Japan, in Mexiko und dann das Saisonfinale in Abu Dhabi. Ich weiß nicht, ob wir das heute in diesem Stream alles machen. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Aber wir werden es merken. Weil ich es gerade sehe. Die Komponente hat es jetzt hinter sich gebracht. Haben auch Saisonhalbzeit, das heißt Energiespeicher und Steuerelektronik hat es aber fast überhaupt kein Damage. Das ist ja nice. Können wir die auch noch einen Moment drin lassen. Und dann können wir erstmal weiter simulieren. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Rennen, sodass wir vielleicht ein bisschen Fortschritt machen können mit unseren relativ guten Trainings. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Und schon sind wir wieder letzter. Ah, fantastisch. Ja, Dienstag, 30. August. Was ist denn fehlgeschlagen? Antriebs- und Aerodynamikentwicklung. Okay. Da unten ist der 30. August. Das kommt also noch vor dem Rennen. Vielleicht. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Wir würden gern wissen, wie du über die Frage in diesem Artikel denkst. Die Frage in diesem Artikel habe ich überhaupt noch nicht nachgedacht, weil ich wieder mal nicht vorbereitet bin. Wie immer brauchen wir also 3, habe ich gesehen. Albon wäre doch gut. Pierre Gasly. Okay, gut. Dann nehmen wir Pierre Gasly. Danke. Wenn Elon Wie toll, dass du Hartmannsen dir das so Zeit für sowas nimmst. denkt, dann steht denn der Junge? 4 Punkte für AlphaTauri. Weil es so gegen Yuki Tsunoda ja schon so gut geklappt hat. Okay. Elon, du machst ja das Leben gerne selber schwer. Ich sehe das schon. ERS-Kühlung? Okay, die neuen Teile Hm? sind aus der Okay. Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Nun gut, dann lasst uns mal nach Sandford fliegen. Hat mal letzte Saison schon die Strecke, wir erinnern uns, dann sind wir in Runde 1 oder 2 vor dieser schnellen Rechtskurve rausgekommen in den Curb und haben ein Spin-to-Win gemacht. Konnten es leider nicht so toll machen wie Max Verstappen in Ungarn, aber damit war das Rennen dann gelaufen. So, entwicklungsmäßig ist viel passiert. Das gucken wir uns jetzt gleich dann nochmal in Ruhe an. Pierre Gasly, der neue Rivale. Wir machen uns das Leben nicht leicht, ich merke schon. Alles wieder beim Alten, dann im richtigen Rennen, okay. Hier ist ein bisschen was hin und her gelaufen. Ferrari hat entwickelt, Mercedes hat einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, McLaren ist jetzt Platz 3. Und Red Bull stagniert, ist jetzt nur noch Vierter.
Alfa Romeo hat einen Riesensatz nach vorne gemacht, führt jetzt quasi das Best of the Rest da unten an. Dicht gefolgt von Haas. Alpine stagniert, fällt also runter auf Alpine Stärke, nicht auf Alpine Stärke, auf Alpha Tauri Stärke. Wir haben Williams wieder überholt. Das erste Mal diese Saison, dass wir nicht letzter sind in der Fahrerstärke. Allerdings sind das alles, ich glaube, es ist jeweils ein kleines Update, was dazwischen ist. Also. Ja. Es ist close hier. Wir können jetzt sagen, wir zählen zum Mittelfeld, würde ich fast behaupten. Punkte, denke ich, werden trotzdem schwierig. Aber oben hat sich echt einiges getan. Also Red Bull nur noch auf Platz 4. Jetzt wird's spannend. Gut, fahren wir erstmal ins Training. Ich habe mich vorher nicht warm gefahren. Ergo wird das jetzt bestimmt gut. Was haben wir hier? Benzinmanagement, Rennstrategie, Qualifying, Tempomat, Benzinmanagement zuerst. So, warte mal, wir wollten ja uns angewöhnen. Danke, Jeff. Alles ist gut. Wir kriegen das hin. So, ich hoffe. Achso. Ich habe noch was vergessen. Stream, Mensch, ich wollte unbedingt loslegen. Heiß wie Frittenfett und so. Und dann vergisst man die Hälfte. Denn wenn man das hier am Anfang nicht einmal hin und her switcht bei diesem wunderbaren Logitech-Lenkrad, dann passieren sehr lustige Dinge, die wir alle nicht wollen, dass sie passieren. Schauen wir mal, wie gut wir uns Sanford merken konnten. Kapazität. So, hier ist besagter Curb hier außen. Darf man nicht zu weit rauskommen. Wimpel. Unebenheiten hier auf dem Boden. Man hört es ganz deutlich. Upsala. Jetzt war vielleicht ein bisschen zu viel Gas weggelassen. Das Update hat gefühlt viel gebracht. Ich habe deutlich mehr Grip. Schummeln. Kurz mal Fuß vom Gas nehmen. Entspannt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. 5 von 5. Nice. Let's go. Okay, Qualifying-Tempo machen wir zum Schluss, würde ich sagen. Fahren wir jetzt mal ein bisschen auf den weichen Reifen. Gucken mal, wie die sich verhalten. Auto fuhr sich überraschend gut. Die Frage, wie schnell das im Vergleich zur KI ist. Die verbessern ihre Autos ja auch und werden irgendwie immer schneller. Mal gucken. Wichtig ist dann Qualifying und Rennen. So, man da vorne an Alpine, Ocon. Durch die Kurve gegeben. Das muss ich mir, glaube ich, in der Kurve ein bisschen abgewöhnen.
Körper nicht mitnehmen, der ist ungesund, ja. Genau, das ist die Folge davon. Zu früh. Okay, das war jetzt natürlich logischerweise ein bisschen zu langsam. Ich habe keine Batterie benutzt, erstmal um zu gucken, wo wir stehen. Die Körbs sind böse. Unsere Antwort. Okay. Mal die Top-Teams hier mal durch, mit denen haben wir nichts zu tun. Okay. Habe ich nicht eben noch gesagt, wir haben einen tollen Grip? Dann müssen wir uns jetzt 2 Runden lang mal ein bisschen besser konzentrieren, ne? Mal hier nach Boden 2 kommen in dem Trainingsprogramm. Push, push, push. Das sind knappe Zeiten. Selbst mit sehr konzentriertem Fahren. Das ist hier eine enge Geschichte. Ich hoffe, das kriegen wir mit der Batterie raus. Gut, erste grüne Zeit. Eieieiei. Zu früh am Morgen schon, zu viel Stress. Ganz, ganz tödliches Terrain. Da fällt gleich die Kamera um. Hi, willkommen zurück. So. Also, wenn es zu viel rappelt, macht die Kamera hier einen Abgang. Das ist natürlich unpraktisch. Das wird kein lila Trainingsprogramm. Jetzt fehlen uns hier schon 8 Zehntel. Ist noch nicht ganz klar.
Oder anders, es ist immer wieder krass, wie schnell es so viel Zeit ist, die verloren geht bei kleineren Fehlern. Also das, da müssen wir konstanter werden unbedingt. Mal sehen. One more shot. Ja, thanks, Jeff. Was versuchen? Ist man nicht schneller, wir brauchen mehr Motorbremse hier runter. Könnte man natürlich auch aufmachen, aber ich habe jetzt gerade auf andere Dinge geguckt, weil die Zeit sowieso tot war. Sekunde ist weg. Okay. Sehr gut. Gut, dass wir hier in die Box wollten. Sekunden. Wir haben zumindest alle Entwicklungsboni geschafft. Wenn wir schon nichts anderes können. Du bleibst bitte stehen. Danke. So, was haben wir noch? Qualifying-Tempo. Es wird gut. Es wird gut. Schon der Rest so gut war. Ei, 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 ei. Werden wir jetzt Ferrari geben, oder was? Das machen wir bitte wieder mit richtigen DRS, danke. Diesmal dauert auch der Fehler länger, sehr gut. Versuchen wir das Ganze doch einfach nochmal. Wir können es ja. Nochmal mit offenem DRS, wird bestimmt lustig. Ich frag mich gerade, ob der mich verarschen will. Das wird doch bestimmt eine fantastische Qualifying-Zeit ohne so. Kein Oversteer. Wir fahren das einfach mal. Soll schon schief gehen? Körbs hier zu treffen ist halt. Komm, jetzt müssten wir doch super viel Zeit gut machen eigentlich. Naja, jetzt ist ja an Grenzen, wa?
Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt echt nicht gut. Ach, Spiel. So. Hat gut angefangen. Und dann haben wir stark nachgelassen. Das ist echt nicht cool. Naja, gut. Naja, gut. Das war jetzt nicht unbedingt... Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Nicht unbedingt gut. Ich dachte, dadurch, dass alles so eng zusammenliegt, können wir ein bisschen mehr leisten. Das Qualifying wird jetzt natürlich wieder schwierig bei den Bedingungen. Das Alpine ist halt alles relativ auf dem Strich. Nichtsdestotrotz, die Trainingsprogramme sind ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber Sebastian Vettel hat immer einen relativ guten Job gemacht, hat aber auch nicht alles geschafft. Aber wir haben viele Entwicklungsboni bekommen. Insofern wird das schon schief gehen. It's raining on qualifying day here in Zandvoort, Netherlands. Tja, das Schwimmwetter auf der Strecke sah ein bisschen aus wie Intermediates. Ja, genau, richtig geraten. Insofern, Qualifying of Intermediates ohne irgendwie nach vorher ein feuchtes Training, das wird ein Spaß. Lass es uns versuchen. Spin to win. Da kam es gleich das Heck. Alter Schwede. Das war schon das zweite Mal, dass das Heck kam. Rumpel, 2 Sekunden, Top Teams. Gespannt, ob man das Vollgas fahren kann. Nein, kann man nicht. Ups. Sind wir natürlich weit hinter dem her, was wir wollten, aber gut. Guten Morgen, McLaren. Ist ja gerade zum spannenden Teil erschienen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Leclerc, Hamilton und Carlos Sainz. Für das Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin. Ja. Quassel, quassel. Ei, ei, ei. Neuer Rivale, Pierre Gasly, der führt jetzt natürlich an. Der Alpha Tauri war auch, glaube ich, nicht mit in unserem Pulk. Insofern passt es schon. Immerhin zum Rennen ist jetzt wieder trocken. Auch für dich hier nochmal McLaren kurz gesehen. Also wir haben Williams wieder überholt. Alpha Tauri und Alpine sind bei uns. Die haben wir mit in den Sumpf der Backmarkers gezogen. Der Punktelosen. Und
Und wir warten jetzt auf den Sonntag. Das erste Rennen für heute. Zweite Saisonhälfte beginnt. Der Kampf um den zweiten Weltmeistertitel unserer Karriere. Nicht für mich, aber der vergeben wird. Wir skippen hier mal den ganzen Spaß, damit er mir nicht die ganze Zeit reinquasselt. Er darf das. Hm, 130 Punkte kann man ja theoretisch noch kriegen, ne? So, nach der Erfahrung in Monaco. Ja, bestimmt. Ein Rennen vielleicht, wenn man... Ja, glaube ich auch nicht. Der Jump ist noch zu groß. Nehmen wir mal ein bisschen extra Sprit mit. Machen wir mal eine halbe Runde. Oh, jetzt hab ich gleich geguckt. Runde 8, sagt das Team. Und wir gucken uns jetzt mal die Startaufstellung so an, dass mir keiner dazwischen quasselt. Charles Leclerc also auf der Pole Position, daneben Lewis Hamilton im Mercedes, der jetzt wieder zweitstärkste Kraft sind, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ferrari auf der 3, George Russell 4. Sergio Perez 5. Max Verstappen sogar noch dahinter. Dann mit Esteban Ocon der 1. Alpine. Lando Norris nur, muss man sagen, für die Stärke seines Fahrzeugs heute mal auf Platz 8. Bottas auf der 9, Gasly auf der 10. Kevin Magnussen und Yuki Tsunoda sind dann in Startreihe 6. Mick Schumacher und Sebastian Vettel, die beiden Bros, starten nebeneinander auf 13 und 14. Alexander Albon auf der 15. Latifi 16. Darf ich nur, wenn ich einen Mercedes schlage, und das ist unwahrscheinlich. Also Albon 15., Latifi 16., Guanyu 17., Schwarzman 18., Daniel Ricciardo mit einer Strafe, wenn ich das eben richtig erfasst habe, ist 19. und wir starten von ganz hinten. Der Generator bekommt ja nur die Namen von mindestens einem Fahrer, von den Teams, von dem ich einen Fahrer geschlagen habe. Das sind momentan Alfa Romeo, Alfa Tauri, Aston Martin und Williams. Aber irgendeiner davon fährt bestimmt nächste Saison die Weltmeisterschaft. Lass uns aber auf die Gegenwart konzentrieren. Und versuchen, dieses Rennen gut hinzukriegen. Hier fliegen Teile bei irgendwem. Ricardo hat mich auch gefragt, ob Dachs, wieso kommen die denn alle so gut raus hier? Kein guter Start. Around the outside and it gets moved up. Und wie war es? Also, McLeyer schreibt, ich habe das Race in Miami endlich fertig bekommen. Und wie ist es ausgegangen? Und wie hast du es vor allen Dingen geschafft? Okay, die Warnung nehme ich. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead.
ahead and in the DRS zone. Die Berührung da mit Guan Yu. Nicht langsamer geworden, als ich hätte müssen. Oh, ich bin außerhalb des DRS-Fensters. Fucking hell. Sein, dass mir Albon davon fährt. Was ist passiert? Mit dem Magen ein Nirie. Das freut mich, dass ich dich fesseln kann, auch wenn meine Leistung gerade überraschend traurig ist. Eigentlich nicht überraschend, wenn wir ehrlich sind. Aber es freut mich, dass es dich fesselt. Jo, mein Freund, du willst es aber auch wirklich wissen. Dass wir Zeit nach vorne verlieren, das macht mich echt fertig. Ich lasse dich nicht vorbei, nicht so einfach. Nicht, wenn ich eine Wahl habe. Läuft dein Steckprojekt. Emira. Emira. Ich sollte deinen Namen auch richtig aussprechen. Ah, da sind die Reifen blockiert.
da vorne nicht, auch nicht wieder näher. Ne? Die fahren einfach weg in dem Brück. Magnussen hatte wahrscheinlich den Flügelschaden am Anfang und war schon an der Box. Der fährt auf den Mediums. Das war zu früh am Gas. Hat es uns dann zu weit rausgetragen. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir in Gonyu dranbleiben. Sonst sind wir dead last. Schon wieder dieses Rennen. Das gibt's doch nicht. Tja, bin halt nur ein Paydriver. So hätte das aussehen sollen. Ja gut. Das ist halt das gute alte Problem mit diesem Spiel, dass diese Strecken, die sehr viele schnelle Kurven haben, die KI da unglaublich stark ist. Oder ich unglaublich schlecht. Oder eine Mischung aus beidem. Boxenstopp. Ah. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Okay. Look after these tires now, we want to finish the race in this compound. Kalte Reifen. Muss mal dran denken, mit denen können wir jetzt keine Wunder vollbringen. Ah! Ui, das war knapp. Danke. Hat die Boxenkuh gut hingekriegt von Aston Martin. Den Boxenstopp, aber... Teamkollege ist in der Boxengasse. Habe ich denn im Grand Prix-Modus die 75er KI hingekriegt? Bin ich. Naja, gut. Egal, wir fahren das Rennen jetzt zu Ende. Gutes Training für uns. Nächstes Rennen werden wir wieder besser. Thank you.
In der Ferne sehen wir noch einen Guanyu verschwinden. Den hatten wir mal überholt. Danke für die Info. Die beiden Ferraris, die roten Punkte da vorne, haben sich auch ganz schön vorne weggefahren. So ein Safety Car würde mir jetzt gut tun. Würde mir wirklich gut tun. Verlieren trotzdem auch noch Zeit auf die anderen. Ich weiß nicht so wirklich, was ich dagegen tun kann. Nein, klar, ich könnte die KI-Stufe runterstellen. Die Geschichte des Elon Hartmannsen ist ja nun mal eine sehr leidende. Fangen die da vorne sich jetzt mal an zu bekämpfen, das wäre doch mal schön. Haltet euch mal auf, dann komme ich wieder ran. Jetzt haben wir noch 5 Runden. Verlieren immer mehr Zeit. So, wir sind einfach zu langsam rundenzeittechnisch tatsächlich. Vorgestern in Australien, ne? Platz 12. Das war ein starkes Rennen. Danach haben wir noch zweimal Sebastian Vettel geschlagen, unseren Teamkollegen. Und jetzt heute kämpfen wir mit stumpfen Waffen. Thank you.
Mittelteil, wo wir die Zeit verlieren. Ne? Kann das sein? Drei Runden noch. Immerhin, unser Teamkollege Sebastian Vettel ist auf einem guten Kurs. Jetzt immer noch 5,8, 5,9, 6,0, naja, sind wieder die schnellen Kurven, wo wir die Zeit verlieren. Wie im Vorgänger. Woran könnte das nur liegen? Naja, gut, okay. Lass uns noch drei gute Runden hinlegen, oder zweieinhalb, und dann geht's weiter auf die nächste Strecke. Vielleicht holt Vettel Punkte. Ja, ich versuche auch gerade schon durchzuzählen, wo er steht. Aber während man hier mit über 200 bis 300 Sachen rumfährt, ist das gar nicht so einfach, ohne das Auto wieder anzusetzen. Yellow Flags, da ist ein Mercedes langsam. Ui, eine Position für uns. Yay! Ist es Lewis Hamilton? Nein, es ist George Russell. They are retiring from the race. Steht aber schon gefährlich. Wäre das vom Safety Car? Sieht nicht so aus. Na gut. P19! P19. Immerhin. Fürs Ego. Trotzdem bin ich ein bisschen traurig, dass wir nicht wenigstens die Williams haben halten können, die am Chart hinter uns sind, aber na gut, so ist das im Sport. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Anderes Rennen als ich. Wo kriegen wir denn die Autos in Front? Immerhin habe ich freie Bahn, ja, das stimmt. Kann ein bisschen üben für nächste Saison. Vielleicht im Qualifying nicht so weit hinten ist. Ist ja auch nur noch eine Runde zu fahren. Passt also. Ja, minimal zu. Ich habe eine halbe Runde extra Sprit mitgenommen. Was habt ihr mit dem Motor angestellt? Der ist zum Schluckspecht geworden. Aber nicht wirklich schneller. Verbraucht nur mehr.
7,3 Sekunden verloren. Oh, da ist der Sprit alle. Auf den letzten Metern. Thanks, Jeff. My man, Daniel Ricciardo. Viele haben dran gezweifelt, ob dieses Team hier in Sanford gewinnen kann. Und Ferrari gewinnt. Doppelsieg. Und Lewis Hamilton auf Platz 3. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Carlos Sainz, der amtierende Weltmeister. Vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem gewinnt mal wieder ein Rennen und holt ein bisschen zur Spitze auf. Hat sich in der Saisonpause so ein bisschen was vorgenommen, seinen Titel doch noch zu verteidigen. Wenn man einen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Sehr, sehr gut. Da kommt er. Carlos Sainz im Ferrari. Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Da hebt er die begehrte Trophäe in die Höhe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann sehen wir einmal nach, Vettel ist Elfter, holt also auch leider keine Punkte. Leclerc, aber ist natürlich besser durchgekommen. Mit diesem Resultat noch weiter aus. Also, Stefan, 14-7 zu 15-2, also eine halbe. Fahrer des Tages zählt. Daniel Ricciardo wäre heute ich mein finde immer Ferrari. Es ist doch schön, sie endlich mal wieder gewinnen zu sehen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. So, halbe Sekunde fehlt uns auf die schnellste Runde. Ich überquassel den jetzt einfach mal. Gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung. Charles Leclerc bleibt natürlich vorne. Carlos Sainz holt ein bisschen auf, aber sind immer noch 60 Punkte. Also viel, viel zu tun. Sieht schwer nach Charles Leclerc aus. Der hat eine gute Führung, 33 Punkte Vorsprung. Und wir haben immerhin mit unserem 12. Platz aus Australien einige Fahrer, die auch 0 Punkte haben und nicht besser gefahren sind als der 12. Platz. Latifi, Magnussen nach wie vor hinter uns. Schwartzmann und Guan Yu. Also wir sind nicht letzter in der gesamten Season. Das ist immer noch so ein bisschen tröstlich. Waren auch in der ersten Season nicht. Deswegen habe ich den KI-Schwierigkeitsgrad auch nicht runtergesetzt, obwohl ich die ganze Zeit schon damit liebäugel, mal eine MyTeam-Karriere zu fahren mit irgendeinem Team, das da gerade auf meinem Kopf ist. Aber ja. Momentan habe ich noch Hoffnung, dass wir das doch noch irgendwie umgedreht kriegen. Dass ich einfach noch ein bisschen lernen muss. So ein bisschen als Fahrer besser werden kann. Mal schauen, wie es jetzt in Italien wird. Wir haben 2200 Forschungspunkte. Da oben sieht man sie. Die das Team jetzt verwenden kann, um das Auto noch mal ein bisschen zu verbessern, dass wir hier von unserem hier sieht man es, finde ich, ein bisschen besser. Nee, eigentlich nicht. Ja, von unserem vorletzten Platz wegkommen. Mal gucken, was sie bis. Naja, gut, in 3 Tagen werden sie nicht viel schaffen. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Oder doch? Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Was habt ihr denn Neues? Nichts, was auf jeden Fall einen Unterschied gemacht hätte, wie ich sehe. Na, müssen wir jetzt im Rennen gucken. So, gehen wir mal nach. Fliegen wir nach Italien. Daumen drücken, dass es nicht regnet. Sehr gut, es regnet nicht. Sehr, sehr gut. Das ist doch, so möchte ich das doch haben. So, F und I. Was ist passiert von Sandford nach hier? Williams hat ein kleines Update gebracht. Die sind wieder ganz nah bei uns. Wir stagnieren. Alpine stagniert, Alpha Tauri hat ein kleines Update gebracht. Die haben einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Dann haben wir den Haas und Alfa Romeo eigentlich schon außerhalb unserer Schlagdistanz. Red Bull und McLaren sind nach wie vor, naja, ich würde fast sagen, sie teilen sich den 3. Platz, aber McLaren ist leicht drüber. Dann Mercedes und Ferrari mit einem ganz schönen Vorsprung. Also wenn sie nicht das Real-Life-Ferrari-Ding durchziehen, dann sollten sie eigentlich in der Lage sein, dieses auch diese Season zu
holen, nach Hause zu holen. Nehmen wir 52%. Wie viele Rennen haben wir noch die Saison? 4. Ah, der Turbolader ist ein Problemkind. Der ist ein echtes Problemkind. Ah, ich brauche aber einen Turbolader hier. Ich brauche die Power auf dem Motor. Alles, was ich kriegen kann an Leistung, braucht man in Monza. Monza ist eine Top-Speed-Strecke. Da brauchen wir den besten Motor, den wir kriegen können. So, Grundeinstellung ist genau maximale. Maximale Geschwindigkeit. Fangen wir mit der Strecke. Extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts on the car, we'll just confirm they're performing to spec. Ihr habt keine neuen Parts am Car. Aber nice try. sammelt ihr eure Daten. Wir fahren erstmal ein paar Touren ab. Wir fahren mit unserem Aston Martin. Das Auto an Topspeed hat heute 344 km/h am Bremspunkt. Weiß wer von euch schon mal so schnell gefahren? 300 km/h. Legendäre Ascari-Schikane. Hier sind schon viele Unfälle passiert, aber auch viele coole Manöver. Jetzt haben wir aber ein paar Kurven verpasst. Ich denke mal, das könnte noch kein lilanes Trainingsprogramm sein. Genau. Hier hinter mir war der wirkliche Unfall zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen letzte Saison. Aber wie man sieht, das hier ist eine absolute High-Speed-Strecke. Hier braucht man sehr, sehr viel Beschleunigung und Speed. Immer nur Vollgas unterbremsen. Ich glaube, das hier sind die einzigen beiden schnellen Kurven. Ja, und die Ascari-Schikane, wenn man so will. Der Rest ist immer gib ihm 330, 340 und wieder runter auf 200 und wieder Vollgas. Jetzt sollten wir Purple haben. Brauchen die Forschungspunkte. Dass wir mal von diesem letzten Platz runterkommen. Sehr gut. Pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the course of the weekend. Dankeschön. Dann versuchen wir uns jetzt mal am Reifenmanagement. Das heißt, möglichst wenig Abnutzung in einer Runde hinzukriegen. Das heißt, man darf die Bremse nicht zu stark treten, dass die Bremse die Reifen nicht blockieren und nicht zu ruckartig einlenken.
So, auf geht's. Das ist genau das passiert, was nicht passieren sollte. Dass die Reifen einlocken. Beim Rausbeschleunigen ein bisschen durchdrehen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Runde ist ja noch lang. Sind die Reifen schon mal im grünen Bereich. Müssen wir hier mal ein bisschen mehr als nötig ist. Die Reifen hochkriegen. Also die Reifen ab nur zum geringer halten als erwartet. So. Schnell genug sind wir, aber die erste Kurve könnte bedeuten, dass wir das nicht auf Purple kriegen da oben. Zu viel Reifenabnutzung. Muss hier auch mal mit weniger einlenken. Jawohl. Sehr gut. Hat noch geklappt. Sehr nice. Sehr gut. Auch das Training haben wir geschafft. Gut. Knut. Das heißt, jetzt kommt 3 Runden am Stück unter einer bestimmten Zeit fahren. Läuft, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, dass wir euch das auch noch liefern. Schön früh hochschalten, damit wir hinten keinen Wheelspin haben. Und solange die Zeit hier oben grün ist, bin ich zufrieden. Sieht besser aus als in Sandford, ne? Eine Sekunde schneller als die Zeit. Und in Sandford haben wir es mit Pushen gerade mal auf eine Zehntel geschafft. Hier. Sieht's besser aus. Hoffen wir mal, dass es dann in den anderen Sessions auch besser aussieht. Das war die erste Runde, die gibt uns jetzt 10 Punkte. Wenn wir jetzt direkt hinten dran noch eine Runde machen, kriegen wir dafür 20. Wenn wir das nicht schaffen, also für die erste grüne kriegt man immer 10 und für die, wenn man direkt darauf nochmal eine schafft, 20 und man braucht 50 Punkte für lila. Das heißt, im besten Fall 3 schnelle Runden hintereinander hat man genau 50 Punkte. Die Runde ist nicht ganz so schnell, hat aber auch damit zu tun, dass ich jetzt weniger von meiner Batterie für Zusatz-PS verwendet habe. Insofern, aber gut. Zeit passt.
eine noch, dann haben wir's. Ja, oder? Wir geben zu viel Gas. Hat keiner gesehen. War was? Nee, nicht. Oh, was mache ich denn jetzt? Sagt mal. Zweimal in einer Runde. Fokus, mein Boy. Fokus. Müsste ich schon zweimal schummeln hier. Zweimal pro Runde reicht wirklich. Aber wir haben ja noch Zeit, wir können die zwei Runden ja noch fahren, das reicht ja immer noch. Roger, Roger. Wird getan. Das wird getan, meine Freunde. Eigentlich sind wir locker schnell genug. Muss auch eigentlich nicht mal pushen. Entsprechend versuche ich jetzt einfach mal die Runden sicher zu fahren. Das wäre sowieso viel klüger. Hier wieder mit Blackstuff und noch eine Runde. Auf geht's. Jetzt die Runde noch, dann haben wir es auch auf Purple. Dann haben wir dieses Rennen wieder ein gutes Training vor dem Qualifying gehabt. Und eins mit vielen, vielen Forschungspunkten fürs Team. Aber mal mit dem rechten Da ist ja auch rechts, genau. Mit dem linken Greifen ein bisschen auf dem Gras. Lea, du hast immer leicht hohe Ziele, muss ich sagen. Geschrieben jetzt P1. Job. Ups, nein, bloß nicht neu starten. Well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Ich weiß, so greife nach den Sternen, jetzt P1, ja, es wäre schon natürlich schön, aber nicht realistisch. Schau mal, wir sind im Training jetzt 8er und das mit Softreifen, dürfen wir nicht vergessen.
Also schauen wir mal, wo es ist. Ich nehme, was ich kriegen kann. Gib nichts zurück. Aber ein bisschen realistisch müssen wir bleiben. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Leclerc, Russell und Carlos Sainz. Leider jetzt haben sie simulierte Zeiten. Und schwupps sind wir nur noch 17. Aber wir werden in Kürze... Dieses Spiel ist toll. Ist fantastisch manchmal. Ah. Ist ein Glück, dass es alternativlos ist. Gut, Training war trotzdem gut. War fantastisch. Jetzt geht's ins Qualifying. Jetzt zählt's. Jetzt mal nicht letzter. Wir haben mehr Punkte geholt als Sebastian Vettel. Wir haben fürs Team zusammen 1200 Punkte geholt. Das sind wieder viele, viele Forschungen, die Aston Martin in die Pipeline bringen kann. Und hoffentlich das Auto mal fahrbar machen. Die Kamera ist, glaube ich, schon wieder verrutscht. Hier sollst du hin. So. Eigentlich auch nicht so tief, weil das da unten will doch keiner sehen. Ah, so. Ja, das war zu hoch. Ah, so. Peace. So. Qualifying time. Let's kick it, baby. So, die Batterie wird jetzt Auto verwaltet. Wir sollten also auf unsere 344 eigentlich kommen. Oder nicht? Okay. Trotzdem letzte? Wow. Okay. So schlecht kam ich mir jetzt nicht vor, muss ich sagen. Haben wir falsch gemacht? What happened? Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Leclerc, Sainz und Max Verstappen. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Wir sehen, was ist passiert. Das Auto ist kacke. Wenn Sebastian Vettel mit einem 92er Fahrerrating 3/10 off the paces. Was willst du tun? Was willst du tun? Ein eigenes Formel 1 Team gründen könntest du tun. Aber dazu bräuchte man 1 Milliarde Euro. Oder so. Könnte knapp werden. Eieiei. Verstehe ich nicht. Okay. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, unser Motor ist halt schon mega angeschlagen. Also ab 60% verliert er Leistung. Das wissen wir ja. Ich bin sowieso letzter. So what? So, wir machen das realistisch, ne? Weil kostet ja viel Geld, so einen neuen Scheiß einzubauen und so. Also wir machen das. Wir holen uns jetzt nicht 100 von diesen Units, wie man das ja in vielen Let's Plays sieht. Das machen wir nicht. Realism und so. Wir starten sowieso als letzter. Also der Umbau ist, glaube ich, in Ordnung.
ändert nichts an der Tatsache, Hallo. Dass wir heute das Feld von hinten aufbauen müssen. Hoffentlich klappt das diesmal nicht so in Sandford, wo es ja überhaupt nicht funktioniert hat. Hoffentlich let me das Auto nicht down, ne? Okay, so, wie ist das Qualifying ausgegangen? Hier können wir das wenigstens uns in Ruhe mal angucken. Charles Leclerc vor Carlos Sainz. Beide Ferrari also vorne am Start. Red Bull mit Max Verstappen auf der 3, Daniel Ricciardo auf der 4. Pierre Gasly 5. Starke Leistung im Alpha Tauri. Lando Norris 6. Ne? Kaum macht man ihn zu seinem Rivalen. Genau. George Russell ist auf der 7, Sergio Perez nur 8, Kevin Magnussen 9. Was ist denn im Qualifying passiert? Wir waren alle super schnell und irgendwie ist alles durcheinander. Das sind doch ganz andere, was? Hä? Okay, alle haben Strafen gekriegt, offensichtlich. George Russell auf der 7, Perez startet von 8, Magnussen 9, Hamilton 10, Valtteri Bottas von der 11, Yuki Tsunoda 12, Nicolas Latifi im Alpin, er scheint sich langsam einzurufen auf P13. Alexander Albon auf der 14, Guanyu auf der 15, Sebastian Vettel hat es aufgrund der ganzen Strafen auf die 16 gebracht, Ocon 17, Schumacher 18, Schwarzmann 19, und da wir auch Strafen gekriegt haben, starten wir von hinten. Last to first, naja, first wird es nicht werden, aber Start ein bisschen verpennt. Aber es wird jetzt sowieso sehr langsam und sehr eng hier in Turn 1. Vor allen Dingen eng. Ich glaube, das war ich selbst, das war kein Touch. Das ist schon mal P16. So, Valtteri, weg da. Valtteri! Valtteri! Is this racing or ping pong? Dementsprechend lassen wir uns jetzt vom Windschatten mitziehen. Kommt doch besser aus den Kurven raus. Das könnte ich doch schon wieder. Mit Batterie hinterherziehen. Gucken, ob Bottas jetzt wieder ans Feld ranziehen kann und ob wir dranbleiben können an Bottas. Okay. Dive Bomb, aber wir sind durch.
Das war für die Anfangsphase Bottas. So, komm, 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 push, push, push. Wir wollen ein Tsunoda ran. Das war ein bisschen schnell, aber geht noch. Ist echt wieder gerade so nicht. Wir geben alles, wir machen die Batterie jetzt leer. Für uns. Wir sehen, Bottas hat uns nur aufgehalten. Doch deutlich schneller, ja. Jetzt können wir mithalten. Jetzt können wir mitfahren. Das ist super. Oh, Magnussen da mit einem großen Fehler. So, wie war das schon jetzt? Wow, Unfall, Unfall. Ich würde gerade sagen, jetzt wird jeder in die Box gehen. Da machen wir natürlich mit. Los, 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 Jungs, schneller! Wir dürfen hier keine Position verlieren. Safety Car wartet für den Leader. Sieht so aus, als wären wir jetzt auf P12 im Moment. Okay, slow down, slow down. Your delta's negative. So, Safety-Car-Phase, haben wir ein bisschen Zeit. Ferrari vorne geht auch an die Box. Dann wird es nochmal ein Sprint in die Finishing-Line. Für schätzungsweise 6 Runden, 5 oder 6 Runden. 5 Runden wahrscheinlich eher. Mann, war das ein Unfall, ey. Ich glaube, da ist ein AlphaTauri zur Seite gefahren, weil der Motor geplatzt ist. Und Vettel ist voll in ihn reingeknallt. Got a problem, ist das schön formuliert. Erinnert mich mal dran, na, wenn das müssen wir uns angucken.
So, die Batterie ist wieder voll. Das wird interessant. Das wird ein spannendes Rennen. So, nicht erschrecken. Wir kriegen jetzt ein paar TV-Bilder. Das ist Absicht, weil der gleich die Runden durchskippt, damit wir nicht sinnlos hinter dem Safety Car herdudeln. Charles Leclerc auf der 6. Also, wie sieht's denn aus? Sainz auf P1, Norris Zweiter, Verstappen, dann Ricciardo, Russell, Leclerc, Hamilton, Perez, Albon und Ocon momentan auf dem letzten Punkteplatz. Dann Kevin Magnussen vor uns auf der 11, wie auf der 12 im Moment. Tsunoda auf der 13, Bottas auf der 14, Latifi 15, Mick Schumacher 16, Gasly 17, Schwarzmann auf der 18 und Su wieder auf dem 19. Platz und Vettel natürlich aufgrund des Unfalls oder aufgrund des langsamen Fahrens da eigentlich von Gasly, der jetzt auf P17 ist, ausgefallen, genau, DNF'd. Jetzt sehen wir mal ein bisschen diese wunderschönen neuen Formel-1-Wagen. Ganz vorne der in Rot, der Ferrari. So, gleich endet die KI-Steuerung. Wir sind wieder dran. Runde 8. Wie schlimm sehen die Reifen aus? Tja. Push, push, push. Jetzt wird es eng wieder beim Anbremsen. Really? Die Kamera mag euch heute nicht. Die möchte nicht, dass ihr mir zuguckt. Merkt ihr das? Ich sehe das auch aus dem Augenwinkel. Ja, ich sehe das. So, Sekunde. Also jetzt aufgrund des Ganzen. Moment, das haben wir jetzt noch schlechter hingekriegt als eben. Da müssen wir jetzt mit leben. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Nö. Sehe ich nicht. Aua! Dive Bomb for the win. Hat funktioniert. In 9 von 10 Fällen geht dieses Manöver schief. Diesmal nicht. So, passt das mit der Kamera? Jawohl. Jetzt pushing like crazy. Leute in die Box. Da gehen Leute in die Box. 3 Runden vor Schluss. P4. Was ist hier los? Das ganze Feld wird nochmal durcheinander gewirbelt. Weil es einige verpasst haben, in die Pits zu gehen. Okay,
Okay. Oh, nice, let's go, come on. Kann dann Hamilton irgendwie dranbleiben? Und ich verbrenne super viel Batterie. Seven Septic, vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. So. Wenn ich jetzt irgendwie auf magische Weise schaffe, ne, an Hamilton dran zu bleiben. 75? Auf KI 75. Und ohne Setup. Achso, auf dem PC. Dann können wir hier tatsächlich... Ui, was ist hier los? Was ist hier los? Hier passieren ganz komische Dinge. DRS ist an. Da vorne wird jetzt gekämpft. Dem Ferrari so ein bisschen der Sieg geschenkt. Bisschen weiter runterbremsen hier, dass wir Perez nicht noch rammen müssen. Zwei Runden noch. Zwei Runden. Könnte das erste Mal Punkte werden nach 17 Rennen? Und dann gleich in so einer Fashion. Hamilton greift den Perez dann nochmal an, das hat doch so super funktioniert. Letzte Runde, jetzt werden sie sowieso nochmal pushen wie sonst was. Wir kommen da nicht hinterher. Aber wenn die sich jetzt natürlich gegenseitig hier raushauen, na dann. Diese Beschleunigung ist halt so viel schneller von diesen Fahrzeugen, das ist Wahnsinn. Stich noch mal ran. Nee, reicht nicht. Schade, Perez nimmt P3 mit. Oh, wir kriegen noch mal übersteuern ins Fahrzeug. Aber jetzt greift er noch mal an. Aber jetzt sind sie so weit weg, dass wir davon kaum noch Nutzen schlagen können. Ah, fantastisches Ergebnis, denke ich, für mich. Für Elon Hartmannsen. P4! Finally! Finally! So, Seven Septic, hast du maybe Lust auf eine Kooperation? Lass uns erstmal Driver of the Day.
genießen. Das erste Mal Punkte und dann gleich auf P4. Nice. Der Dive Bomb hätte mega viel schief gehen können. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Wunsch. Je leichter die Nummer 16. Man diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Finally. Hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Finally, finally, finally. Fast noch ein Podium, aber ich glaube, P4 ist fantastisch. Charles Leclerc, ein Glückwunsch. Good job. Ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Ja, Mercedes mit Hamilton und Perez. Also der Unfall hat uns die Chance gegeben, nochmal ranzukommen, nachdem Bottas uns am Anfang ja echt vieles kaputt gemacht hat. Der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Hartmann. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Dankeschön. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari 12 Punkte. Ferrari baut an der Spitze der Tabelle weiter aus. Yes. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gemacht. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, also die Safety-Car-Phase hat ja super viel Chaos reingebracht. Und nachdem, wie gesagt, Bottas uns am Anfang ja echt aufgehalten hat, mit der schnellsten Runde 5/10 langsamer. Also wir waren topspeedmäßig sogar schneller als Sergio Perez schnellste Runde, muss man auch mal sagen. Das ist natürlich ein absoluter Glücksgriff. Max Verstappen zum Beispiel mit einer 1:21.8, den hätten wir nie geholt unter normalen Bedingungen. Die Dive-Bomb war eine Dive-Bomb, das muss man so sagen. Aber sie hat funktioniert. Ohne Unfälle, ohne dass ich damit Schaden verursacht habe. Das heißt, Vettels Opfer hat uns endlich mal Punkte gebracht. Die ersten 12 Punkte. Wahnsinn. Und damit sind wir gleich auf P11 vorgeballert. Nice. Nice, nice, nice. Es öffnet uns allerdings gar nicht. Okay. Lass uns gleich mal rüber quatschen. Hat uns eine Menge Tür und Tor geöffnet. Also grundsätzlich habe ich einen Co-Partner schon. Praktisch ist es halt immer die Frage, wann willst du es machen? Weil Privatleben und so. Ich kenne dich jetzt nicht, logischerweise. Ich weiß nicht, how old are you? Wie schnell bist du? Wie hast du Zeit? Und. Müsste man mal in Ruhe bequatschen. Ob das sinnvoll machbar ist, umsetzbar ist, weißt du? Genau. No? So ist es. Oh. Genau, weil wenn wir vom Speed her halt mega unterschiedlich sind, macht das halt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Dann fährt einer hinterher, einer vorne mit. Das ist dann mega frustrierend für den einen. Gibt so viele Dinge. Ich habe auch eine Zeit lang gesucht, als das Spiel rauskam, und habe mich dann entschieden, es halt mit meinem einen Kumpel zu machen, der gesagt hat, ihm ist es egal, dass er ein bisschen langsam ist, mit dem fahren wir auf 66. Genau, und ja, so viele Dinge, die dazu zu besprechen sind. Gib mir mal ein paar Infos und dann kann ich dir ja mal antworten, wie ich das sehe. So, aber lass uns, oder ich werde jetzt erstmal das hier noch einen Moment genießen. Jetzt haben wir jetzt 11 Uhr, schaffen wir noch ein Rennen. Entspannt. Puh, nice. Wir haben Punkte. So, wir wollten uns, einmal gucken wir uns jetzt die Highlights an, weil wir haben Punkte geholt. Da lohnen sich auch Highlights, vor allen Dingen die Dive Bomb. Oh, ganz da hinten. Da, ganz hinten. Da sind wir am Start. Hui. Ganz weit weg von allem, was nach Punkten aussieht. Mit einem wie immer grauenvollen Start. Aber dadurch, dass die KI so langsam ist, kriegen wir hier ein paar gute Punkte. Punkte nicht, aber Plätze.
Und dann ist hinter uns ein Valtteri Bottas, der von Anfang an Druck macht. Hier versucht er das erste Mal die Nase reinzuhalten. Kriegen wir ihn noch geblockt. Wunderschöne Zeitlupe. Und hier dann nebeneinander durch die Kurve fährt er mir schön in den Seitenkasten. Dann komme ich da zu weit raus. Verliere ziemlich viel. Der Zweikampf geht weiter und da, das war unsere Dive Bomb, unsere erste. Vorbei an Valtteri Bottas vor der Safety Car Phase. Da haben wir halt auch sofort super viel Zeit gewonnen. Das war der Moment, wo ich so ein bisschen geahnt habe, dass hier was möglich ist, wenn wir irgendwie wieder an das Hauptfeld rankommen an Punkten. Ah, den Unfall sehen wir nicht, den müssen wir dann händisch uns raussuchen. Und jetzt kommt besagte Dive Bomb. Der Restart war nicht gut. Haben wir ein bisschen Zeit verschlafen, aber wir haben die Innenlinie bekommen. Konnten hier super spät reinbremsen und schwupps, waren wir überall vorbei. Albon war schlau genug, die Tür aufzulassen, sonst hätte ich meinen Flügel verloren. Und da habe ich ihn doch leicht touchiert, sehe ich gerade. Und dann waren wir auch sofort weg und dann allen hinten dran. Konnten mal mit einem Aston Martin direkt hinter einem Mercedes herfahren. Das, weiß nicht, ob das so schnell nochmal wiederkommt. Und dann ist schon das Ende. Oh, das ist eine Zusammenfassung. Okay. So, aber ich will den Unfall von Vettel nochmal sehen. Hier könnte man doch auch irgendwo irgendwie runden springen. Ach so. So, wo ist er denn? Sebastian Vettel. Fährt hier Seite an Seite. Yuki Tsunoda. Dreht hier die lange Gerade runter. Und hier ist jetzt der Unfall. Ist direkt hinter Kevin Magnussen. Will an ihm vorbeiziehen. Und da ist. Was ist denn das? Ist das Yuki? Gasly ist langsam. Warum ist Gasly langsam? Vor allen Dingen, warum wird er dann wieder schnell? Er hat einen Platten vorne links. Seht ihr das? Guck mal, der Reifen eiert. Der hat einen Platten. Der war auf einer Monster Pace. Mal gucken. Hier ist er noch ganz. Auf P7. Boom. Da ist der Reifen geplatzt. Pierre Gasly hat einen Reifenplatzer. Das geht? So, und dann kommt hier irgendwo Sebastian Vettel, zieht raus, ist Kevin Magnussen und macht den blind. Und boom. Und deswegen gab es das Safety Car. P4, ein Platz vom Podium und das mit einem Aston Martin. Das hat man nicht alle Tage. Nice. Yes. So, ich glaube, Septic, bist du wieder gegangen jetzt? Na gut. Okay, das dürfte Level abgeben. Level 12, nicht P12. Nice. Wow. Das war doch mal lucky. War doch mal sehr lucky. So, wir sind jetzt auf P11 dadurch. Was haben wir denn alles hinter uns? Also wir haben Guan Yu sowieso immer noch hinter uns. Williams, Alpha Tauri, Haas, Alpine, Aston Martin. Das heißt, es müssten 5 Teams beide Fahrer vor uns haben. Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Alles außer die 4 Top-Teams wären jetzt drin in der Verlosung. Ja, ist doch super. Vielleicht haben wir Glück. Daniel Ricciardo hört auf nach dieser Saison. Okay. Puh, was sagt die Zeit? 11.05 Uhr.
ich, wie gesagt, eins fahren wir noch. Und dann haben wir morgen den Rest der Season vor uns. Die F&E-Abteilung scheint kurz vor einem wichtigen Durchbruch zu stehen und möchte dich dafür schnellstens im Simulator haben. Achso, das kennen wir doch schon. Zwei mögliche Ergebnisse. Atmundsen möchte in den Simulator gehen. Gut. Hey, ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Nein, Vettel. Das ist unsere letzte Saison mit Vettel. Nach dem Unfall hat er sich also dazu entschieden, zurückzutreten. Schade. Schade, schade. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Jegliche Neuentwicklungen musste über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Die Zeit im Simulator hat sich gelohnt. Danke für deine Hilfe. Wir haben nichts erreicht. Really? Cool. Cool. Cool, 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 cool. So, noch ein paar Updates, sogar mal ein paar erfolgreiche. Sehr schön. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Die Spannung steigt im Stadion. Die Spannung steigt. Sind wir mal nicht Letzter oder Vorletzter, sondern endlich mal on the pace? Zumindest laut F&E. Nein. Wir haben Updates gemacht, aber die reichen halt gerade mal zum Mithalten vom Rest. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Es ist echt dieses Jahr gefühlt schwierig, schwieriger aufzuholen. Wenn man nicht alles selber steuert zumindest. Also, wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn du die ganze F&E selber machst, aber... Puh, na gut. Na gut. Mit dem Schwung von P4 vom letzten Rennen gehen wir mal ins neue Training in Japan. Japan dürfte wieder schwer für uns werden, einfach weil es viele schnelle Kurven gibt. Schwer zu sagen, wie wir da im Vergleich zu den realen Formel 1 fahren oder auch KI genannt stehen. Finden wir es raus in den nächsten Minuten, angefangen beim ERS-Management. Einmal ein bisschen übers Gras fahren. Kann man mal so machen. Boah, das rappelt ja. Lecco mio. Okay. War ich entweder zu schnell oder das Auto untersteuert ganz schön. Boden auf den Körper auf und merkt dann, dass das Auto so anfing zu schwimmen. Sind wir aber ganz schön langsam gewesen, diese Runde. Rumpel, 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 rumpel. Rumpelratter, Ratterrumpel. Wir sind jetzt in Japan. Runde Nummer 8 von 10. Ja,
Es hat wieder gerumpelt. Okay, warte mal. Ich. Da. Nee, nicht Kalibrierung, das passt. Vibration, Force Feedback. Da müssen wir das mal ein bisschen runter eiern hier, damit das nicht so rumpelt. So, halt. Ich höre gerade, meine Waschmaschine ist fertig. Sehr schön. Willkommen im wahren Leben. Ich hoffe jetzt mal, jetzt hört es auf, so zu vibrieren. Nicht wirklich. Aber. Vielleicht vibriert es ein bisschen weniger, sodass die Kamera nicht jedes Mal einen Abgang macht hier. Jetzt muss ich sie doch wieder nach da oben legen. Die Runde ist jetzt natürlich hinfällig. Sieht schon wieder. Seitentechnisch nicht gut unterwegs. Warte mal, das ist erlaubt? Ich spiele ihn auf streng, das ist erlaubt? Okay. Ich weiß. Alles gut. Alles gut. Nochmal, man muss ja hier richtig pushen. Claire Hamilton ist unlucky bei mir, sagt er. Warum? Erzähl, was ist los? Was wenigstens noch auf Grün kriegen hier, das ist ja. Ruf da da. Dead slow in Japan. Fucking hell. We get the data we needed on that run. You might want to give it another go. Okay. I've had a chat with the R&D team about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so go and give them a try. Which improvement? We are still dead last, Jeff. And I really try my best to give you as much errant points as humanly possible, man! McLaren sagt, er war in Miami P1 mit einer guten
2 Sekunden. Es war Zeit für Pitstops und Hamilton macht einen langsam, nachdem alle gepittet sind, war er von 1 auf 7. Naja, okay. Das ist natürlich Mercedes Strategies. Kam das Heck. Das sind 6 Zehntel weg. Mit dem Heck. Eieieiei. So, mal gucken, ob wir das mit der Batterie irgendwie noch gefixt kriegen. So. Dass das hier die ganze Zeit so rumpelt und rumpelt, ne? Ein wildes Albon. Darauf anfängt zu schwimmen, ne? Auto hier den Hügel hoch, mal einen kleinen Push geben, dass wir hier auf grüne Zeiten kommen. Let's go. Gut, ich weiß es. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Dieses und noch 2 Rennen, ja. Also McLaren hat gefragt, wie viele Rennen hat die Saison noch? Das und noch 2 Rennen. Wir haben danach noch Mexiko und Abu Dhabi als Saisonfinale. Ist die Saison vorbei. Ich kann mal hier schneller runter, wenn man das sauberer trifft. Nein, 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 das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich denke nicht. Ich muss dann gleich mal gucken, ob der gute Game Freak eigentlich schon in den Startlöchern steht, denn wir haben eigentlich geplant, dann Terraria weiter zu zocken. Hallo, Ocon, danke, dass du Platz machst, nett von dir. Neun? 9 Zehntel, wann haben wir die verloren? Upsi. Push, 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 push. Mein liebes Auto, push. Hat keiner gesehen. Die Reifen sind einfach tot. Das zählt, okay. Yes. Oh.
Hast du nicht? Was hast du nicht? Alter, war das knapp. Oh. Ha! Ja, mein Lieblingsprogramm. Es war überhaupt nicht knapp. Alles safe. So, fahren wir noch unser Lieblingsprogramm. Das, was wir tatsächlich noch nie bestanden haben. In 16 Rennen nicht. Gut, es kommt auch nicht jedes Rennen vor. Aber yes. Achso. Okay. Ich versuche schnell zu sein. Nein. Quali habe ich gerade in Spanien gemacht. Bei mir wurde 17. erwartet. Ich war 6. Du bist auch deutlich schneller, als du fährst. Das ist. Ich wette, du bist einer von den 110 Fahrern, die das locker könnten. Na, sagen wir mal 90. Aber trotzdem, deine Ergebnisse sind echt heftig gut. Kamera, du bist aber auch heute ein echt nerviges Ding. Pass mal auf, ich stell dich jetzt hier hin. Ja, und dann dahin. So, dann bin ich halt ein bisschen größer. Das ist okay. Damit kann ich leben. Weiß nicht, ob man damit leben kann. Aber damit muss man jetzt leben. Aber heute bist du ein bisschen anstrengend. Wenn dich lieb ist, kommst du wieder auf den Monitor. Jetzt hast du mich auch erfolgreich abgelenkt. Naja, gut, ich hab mich eh gespinnt. Was soll's. Kann man das hier hin machen? Dann ist wahrscheinlich mein Arm noch mehr im Weg, ne? Wenn wir hier lenken. Oh, schwierig. Schwierig, diese Kamera. Die kleine Zimtzicke von Kamera. Können das noch so versuchen? Ah, schaut mal, das haut doch hin, oder? Jetzt sollte es passen. So. Verkackt. Zweimal und einmal nicht verkackt. Ich sag euch, die nächste Karriere fahren wir mit kurzem Qualifying und simulieren das Training. Es wird Zeit, noch einmal. Auch wenn es eigentlich Spaß macht, diese Trainingsprogramme zu fahren, aber sie sind echt schwer. Oder wir fahren auf 70er KI. Ist auch eine Option. Vielleicht mal eine MyTeam-Karriere auf 70 mit Lamborghini. Wäre doch mal was. Aber gucken. Schauen wir mal. Wir haben jetzt erstmal noch diese Saison vor uns. Mit einem Blitz-Qualifying. Danke, Vettel, für die Punkte. Ich bin gespannt, wer nächste Season mal Aston Martin fährt. Wenn du leider das Team verlassen musst. Real life wissen wir es ja, aber hier ja noch nicht. So, konzentrieren wir uns auf uns selbst. 12 Punkte haben wir geholt im letzten Rennen. Glücklich, muss man sagen. Durch die Safety-Car-Phase, da ist unser Protagonist Elon Hartmannsen seine ersten 12 WM-Punkte auf dem Konto. Und jetzt in Japan, ja, erwartet uns, wenn wir das Training mal hernehmen,
wieder altbekanntes, nämlich sehr, sehr große Schwierigkeiten. One-Shot-Qualifying, wir versuchen unser Glück. Let's go. Focus round. Moment, noch nicht auf dem letzten Platz, so wie sehe ich aus dem Augenwinkel, 17. Okay. Ja, nicht ganz sauber. P17, let's go! Nicht letzter gegen die simulierten Zeiten. Yes! Würde ich ja fast sagen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Perez und Lewis Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung komplett. Auf 16, wow. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Ein fantastisches Event. Mhm. Fantastisch wird das Ganze, fantastisch. So fantastisch, dass ich erstmal einen Schluck zu trinken brauche. Ja, mega. Für unsere Verhältnisse zumindest mega. Tough Crowd. Nicht Tough Crowd, Tough Race. Tough Crowd auch manchmal. Unser großes... Nicht mal so weit weg vom Rivalen. Ja, aber der Rivale, wenn man das... Teilweise ist da irgendwie immer einer dabei, den ich irgendwie immer ziehe, der halt in einem besseren Auto sitzt. Alpha Tauri ist halt auch das bessere Auto. Aerodynamik-Update ist natürlich fehlgeschlagen. Das, was dieses Auto echt brauchen könnte, ein großes Aerodynamik-Upgrade, klappt natürlich nicht. Aber 17. Platz, ja, ist glaube ich, angemessen mit dem Fahrzeug. 17, 18, genau, sind die erwarteten Plätze, wenn man den Leistungsvergleich hier sieht. Ja. So, McLaren, gib mal eine Meinung ab. Nächste Season das weiter versuchen und weiter diesen Krampf oder My Team mit Lamborghini auf 70? Was würdest du interessanter finden? Gerade so, wenn ich da oben meinem Streamlabs glauben darf, der einzige Zuschauer, gibt mal eine Meinung ab. Willkommen am prachtvollen So, leicht bewölkter Rennstart hier. Wir gucken erst an unsere Rennstrategie, ob das passt. Nehmen wieder eine halbe Runde extra Sprit mit nach Monaco. Sonst ist das seine Lehre. Und jetzt gehen wir wieder manuell durch die Startaufstellung. Durch Max Verstappen auf der Pole Position. Neben Sergio Perez. Lass mich zurück überlegen. Red Bull war doch eigentlich bloß drittstärkste Kraft. Das Ergebnis also. Lewis Hamilton auf der 3. Charles Leclerc, unser momentaner WM-Führender, auf der 4. Wir haben eben gar nicht im Detail nochmal da reingeguckt. Carlos Sainz auf der 5. Daniel Ricciardo, der am Ende dieser Saison leider retiren wird, auf der 6. Lando Norris, 7. George Russell auf der 8. Unser Rivale Pierre Gasly, 9. Ocon, 10. Tsunoda, 11. Latifi, 12. Magnussen auf der 13. Albon auf der 14. Guan Yu auf der 15. Wir sind auf der 16.
Mick Schumacher auf der 17, Vettel 18, Schwarzmann 19 und Bottas scheint eine Strafe bekommen zu haben und startet damit von ganz hinten. Also ich habe nicht nochmal in meinen Motor geguckt, fällt mir da gerade so ein. Kann ich das jetzt eigentlich noch? Nö. Gut, wird schon schief gehen. Ist ja noch alles unter 60%. Startplatz P16. Werden wir uns verbessern können? Wir werden es sehen. Geh mal rein ins Rennen. Viel Glück, viel Spaß beim Zugucken. Und los geht's. 13 Runden von Suzuka. Zu viel Wheelspin am Start. Das wird uns Plätze kosten. Gehen hier nochmal innen gegen Vettel rein. Ich lese die Nachricht gleich. Kleiner Moment, jetzt. Sind alle langsam. Okay. Schwarzmann macht ein bisschen Druck. Können wir das Battle zwischen Schumacher und Guan Yu aus nächster Nähe bewundern. Schumacher zieht für den Moment erstmal den kürzeren an das Tier. Beide ein bisschen langsam hier durchgekommen. Oh Gott! Das war mal wieder eine böse Dive-Bomb, diesmal mit Lock-Up. Ja, Guan Yu lässt mich leben. Und ordnet sich hinter mir ein, sehr gut. So, mal gleich. Ich hätte gesagt, wenn sich der Simulator in Ferrari, Mercedes, Red Bull oder McLaren lässt weitermachen. Wenn nicht, dann my team. Okay. Also das wird er höchstwahrscheinlich nicht. Ich die Regel ein bisschen zu streng gemacht habe. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wenn ich das nochmal mache. Jetzt natürlich schwierig ist. Ich meine, klar, auf der einen Seite soll es schwierig sein, in so ein Top-Team zu kommen. Ne? Klar, das schafft nun mal nicht jeder. Vor allen Dingen nicht ohne millionenschweres Backing. Seite klar. Oh Gott, Schumi, was seid ihr denn so langsam hier, Jungs? Ops. Na gut, ich mache mir mal meine Gedanken. Jetzt hängen wir aber erstmal Schumacher im Nacken. Mal gucken, ob wir an dem jetzt in der Bremszone vorbeikommen. Der geht hier vom Gas. Okay. Ich hatte es bis jetzt so gemacht, dass jeder Fahrer, den ich schlage, dem sein Platz kommt in die Verlosung. Das heißt, um in ein Top-Team zu kommen, müsste ich einen der Top-Team-Fahrer schlagen. Und dann kommt der auch nur in die Verlosung. Das heißt, es kann auch sein, dass sie sich für jemand anders entscheiden. Dementsprechend ist es halt, ne, ähnlich wie bei Sergio Perez oder Carlos Sainz, super schwierig in so ein Top-Team zu kommen. Aber möglich, theoretisch. Deswegen war nach Season 1 nur der Williams, nämlich der Platz von Latifi,
und mein eigener Platz bei Aston Martin in der Verlosung. Und da haben wir dann Aston Martin gezogen und deswegen sind wir da geblieben. Das war ganz schlecht von mir. Müssen wir mal ganz schnell wieder in die Spur finden hier. Oh Gott! Wow, okay. Den Curb darf man auf gar keinen Fall mounten. Uiuiuiui, das war mal ein Einschlag. Wenn ich Champion wäre, dann würde ich, glaube ich, retiren. Ja, das ist genau der Punkt. Also, och, ey. Jetzt habe ich natürlich darüber nachgedacht. So, Sekunde. Was ist, wenn du Champion wirst, sagt er? Was ist, wenn du Champion wirst und dann dich der Simulator zu Aston Martin schickt? Ja, Sebastian Vettel, ne? Er ist zwar nicht Champion geworden die Saison davor, aber irgendwann, ersetzen die dich halt trotzdem. Auf der anderen Seite, das Ziel ist ja einmal Champion zu werden. Heißt, wenn du einmal Weltmeister bist, Karriere dann würde ich sagen, okay, Ziel erreicht. Gucken wir mal, ob wir den KI-Schwierigkeit hochsetzen und eine neue Reise mit einem neuen Charakter anfangen. Tja, wenn man Zweiter wird, ne? Ich sag mal zum Beispiel wie ein Daniel Ricciardo, der halt immer Zweiter war bei Red Bull damals, oder ein Bottas, der immer Zweiter war hinter Lewis Hamilton, der wird halt ersetzt. That's life. So. Okay, so jetzt fokussieren wir uns hier mal auf den Angriff von Mick. Anders dir! Weil du nur 10 Seasons fahren kannst. Deswegen können wir den Rekord von Lewis Hamilton nicht brechen. Dann müsste man quasi, also wenn das Ziel wäre, ja, dann müsstest du entweder direkt in einem großen Team anfangen oder oder halt eben sagen, nach den 10 Seasons, ja, behältst du diesen Charakter bei und fängst doch mal neu an. Da, wo auch immer es dich hinverschlagen hat. Aber das ist halt dann auch irgendwann eine Zeitfrage, ne? Weil sowas spielst du dann halt den ganzen Spielzyklus. Ja, meine neue Idee ist halt, dass man die 2 Fahrer über dir und die 3 Fahrer unter dir mit in die Verlosung packt. Dass man nicht ganz so weit fallen kann, wenn man mal gut ist, und trotzdem aufsteigen kann, wenn es mal nicht so läuft, beziehungsweise wenn man halt best of the rest ist, dass das halt auch anerkannt werden kann. Das wäre halt auch eine Überlegung, dass man das so anpasst. Yellow Flags. Okay. Da gab es wohl nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. In der Anfangsphase war ich deutlich schneller. Und jetzt in der, sagen wir mal, Early Mid-Phase des Rennens bin ich wieder deutlich langsamer. Jetzt komme ich wieder den Albons dieser Welt nicht hinterher im Williams. Das ist immer wieder interessant zu beobachten.
Ja, aber nicht, wenn man hier unten anfängt. Okay, man kann das von hier unten machen, wenn man die KI so macht, dass man sie locker in die Tasche steckt. Ja, okay. Ja, das geht. Aber, ne? Mit welchem Motor hast du angefangen bei Mighty? So, 4 Sekunden Rückstand. Ferrari, schlechte Entscheidung. Ist so richtig schön laut, dieser Motor, finde ich, im Vergleich zu allen anderen. So, Boxenstopp. Gott, oh Gott. Lock up. Oh Mann, in die Box rein. Okay. Ja, der gibt dir halt am Anfang dann auch einen kleinen Vorsprung, ne? Der bessere Motor. Mit Reifen. Ganz besonders hier in dem ersten Sektor. Du fährst eine. Du bist doch eine. McLaren, du bist doch eine volle Season gefahren, ne? Aber du hast dich scheinbar mit Setups und Co. besser entwickelt, ne, als ich es jemals werde, vermutlich. She made in the pits. Wir pushen uns jetzt hier einen ab mit unserem Roppellenkrad. Leute. Dadurch, dass sie jetzt so langsam sind. Okay, wir versuchen das jetzt mal noch around the outside. Ne, around this outside vielleicht. Ja, around this outside. Yo! Sonst geht's dir gut, oder was? Full Kontaktsport hier, GT Racing. Voll in die Karre rein. Für dich, dass du dich so entwickelt hast, auch einen großen Respekt dafür. Ich würde jetzt halt dann mir überlegen, ob ich die KI hochstelle.
Auf der anderen Seite, vielleicht würde ich mir auch einmal den Titel holen und dann die KI hochstellen. Seven Seconds. Aber hey, wie es dir Spaß macht. Ich bin halt jemand, der sucht immer eine Challenge. Die habe ich hier gerade auf jeden Fall, aber ich verstehe auch, dass diese ganzen Hinterherfahrtage, die eben dann dazwischen sind, wie Sandford, nicht so wirklich spannend zum Zugucken sind. Denn dann solche Rennen wie Monster eben dann natürlich viel attraktiver sind. Schieße. Das verstehe ich halt auch völlig. So, Formal Labs P15. Also es sieht nicht aus, als holen wir weitere Punkte. Ich denke, P15 ist für das Auto ein respektables Ergebnis. Wir sind besser als Sebastian Vettel, auch das ist immer noch mal wichtig. Leider noch mit DRS. Ich glaube, ich habe gerade erste Tropfen gesehen. Ja, es fängt an zu regnen. Zumindest auf einigen Teilen der Strecke. Hier sind wieder ein paar Tropfen. Stehst du jetzt F&E technisch mit deinem Auto, MacLayer? Weil du sagst, es entwickelt sich sehr gut. Push, push, push. Scheiße, was ist denn hier los? Okay. Hier sind Dinge geschehen. Hier sind Dinge geschehen. Ja, wobei, das Spiel dürfte jetzt relativ schnell das Safety Car wieder releasen, weil das, glaube ich, noch diese alte Regel drin hat, dass das Rennen immer oder nicht unterm Safety Car beendet werden darf. Aber mal gucken. Wenn das Rennen jetzt so endet, dann haben wir nochmal 4 Punkte. Schauen wir mal, ich bin gespannt. So, KI-Steuerung wird übernommen. Wir sind durch diesen Massencrash, was auch immer da gerade passiert ist, keine Ahnung, auf P8 vorgerückt. Das würde also bedeuten, doch wieder Punkte. Manchmal muss man auch Glück haben, ne? So, eigentlich, wenn es jetzt die 3 Runden wären, die üblich sind, wäre das Rennen vorbei. Das heißt, wir würden es unterm Safety Car beenden. Verstappen und Perez würden den Red Bull Doppelsieg einfahren. Carlos Sainz auf der 3, Russell auf der 4. Norris auf der 5, Leclerc eine 5-Sekunden-Strafe. Würde also auch noch hinter uns fallen. Und aus den Punkten raus. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das Rennen nochmal gestartet wird. Währenddessen genießen wir diese wunderschönen Bilder.
Deswegen habe ich Safety Car nicht auf Immersiv, weil ich es auch ab und zu mal schön finde, diese ganzen Autos zu sehen. Da sehen wir auch Max Verstappens wunderschönen weißen Helm. So, ich bin gespannt. Also eine Runde noch. Das heißt, wir sind jetzt in Runde 12, glaube ich. Sind auch noch nicht alle aufgeschlossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 von 18 Autos. Also Gasly und Magnussen. Danke, Jeff. Ricardo und Ocon sind ausgeschieden bei dem Unfall. Runde 12. Das heißt, wir werden eine Runde noch fahren. Mein Auto ist ganz okay, noch drittletztes, aber wenn die neuen Upgrades kommen, dann überholen wir noch ein Team und dann mit den Upgrades seid ihr schon bei den Midfield-Teams, okay? Schon mal, wir sind schon wieder hinter einem Mercedes. Hey, lass mich Gas geben! Ja, genau. Jetzt darf ich Gas geben. Was war denn das gerade für ein Bug? Ich darf nicht selber Gas geben. Ah, jetzt darf ich. Okay. Interessant, okay. Okay, jetzt kriegen wir die Ausscheidungsmeldung. Jetzt haben wir noch eine Runde auf den Mediums durchzuhalten. Leichten Regen. Hamilton drückt da Leclerc fast durch die Kurve. Ich habe wegen des Regens auch ein bisschen Schiss, weil ich nicht genau weiß, wo gerade das Grip-Limit ist. Rausgekommen hier. Aber ich habe eh nicht wirklich Hoffnung, da Hamilton vorbeizufahren. Ich will eigentlich nur meinen 8. Platz nach Hause fahren. Gute Punkte fürs Team. Vorsichtig, hier würden wir uns wieder umbringen. Oh Gott, oh, lock up. Sollte trotzdem passen. Punkte! Geschenkt bekommen! Wir haben Punkte geschenkt gekriegt. Ich nehme sie. 7. Platz aufgrund der Strafe von Leclerc. Mick Schumacher ist Driver of the Day. Mein Glückwunsch. 7. Platz sind sogar 6 Punkte. Ich glaube. Let's go! Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was Max Verstappen gemacht als die anderen? Red Bull Doppelsieg, starke Leistung von Red Bull. Wie immer geht es nicht nur darum, der gute Max muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Aber 7. Platz. Ich bin zufrieden. Also nachdem das erste Rennen in Sandford ja so gar nicht lief. 4. Platz, 7. Platz. Elon Hartmann so macht sich langsam. Wird, glaube ich, immer noch nicht reichen, um Platz bei McLaren oder so zu bekommen, aber hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Glückwunsch an Red Bull. So, dann wollen wir doch mal gucken. Das reicht immer noch nicht für Level 30, ne? Da fährst du dir einen Wolf.
Eine Woche haben wir noch hier für diesen Scheißpass. Naja, gut. Oh, ein Punkt für Vettel. Nice. Noch interessanter. Nice. Können wir den so eigentlich erbrechen? Schauen wir uns erstmal die Highlights an. Komm. Boah, was ein Start. Doppelpole für die Red Bulls. Und die haben sie auch gut gehalten. Ja, am Anfang wieder mit einem eher schwierigen Start. Vielleicht hat der McLaren ja auch recht mit der Aussage, dass die Reifen halt viel kälter sind, als wenn du die Einführungsrunde fährst. Das wäre halt wieder so ein Bug. Good Masters, come on. Really? Ja, dann die ersten Runden waren wir eigentlich gut unterwegs. Mick Schumacher da vor uns. Konnten wir attackieren und überholen. Gucken, ob es gleich noch gezeigt wird in der Wiederholung. Ja, befindet er sich noch im Kampf. Ach ja, Guan Yu haben wir auch überholt. Nicht ganz sauber, muss man sagen. Aber wir sind vorbeigekommen. Das ist... eine wunderschöne Ansicht von meinem Piloten. Unserem Piloten. Das ist eine wunderschöne Wiederholung. Und da auch noch. Also diese Highlights, da könnten sie auch nochmal dran arbeiten, finde ich. Zum einen hätte ich gern alle Highlights. Also auch die von den anderen. Ja? Und zum anderen. Man sieht mich über die Gerade fahren und an der Box vorbei. Okay, wow. Hier kommt der Angriff auf Mick, glaube ich, ist es. Sehr wohl. Nach dem Boxenstopp. Und dann der Versuch hier außenrum an Guan Yu wieder vorbeizukommen. Was dann letztendlich hier in Turn, ich glaube, 6 ist es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, glückt. Und dann haben wir in Runde 10... diesen Vorfall, wo hier ein Haufen Autos ineinander stehen. Ja, fahren wir weiträumig dran vorbei. Da liegen interessante Teile. Ich glaube, das sollten wir uns jetzt nochmal angucken, weil danach ist jetzt nicht mehr viel passiert. Lasst uns in der Wiederholung mal noch angucken, was da in Runde 10 passiert ist. Das war Ende Runde 10, jawohl. Da stehen sie schon, alle. Und the drama unfolds. Mal kurz Pause und gucken hier mal. Hier ist das Drama schon passiert. Weil ein Red Bull quer steht. What happened? Mal noch ein bisschen zurückscrollen. Ui, spin to win. Okay, Sergio Perez führt also zu diesem Zeitpunkt das Rennen an. Und Max Verstappen ist dahinter. Und Perez spinnt sich weg und Max Verstappen hält an. Versucht irgendwie verzweifelt auszuparken. Wollen wir mal Pause machen hier. So, dann kommt der Ferrari an, bremst. Der Mercedes kommt an, bremst. Der McLaren kommt an, bremst. Bremst. Hier steht's. Kein Schaden. Tsunoda ist dann der Depp, okay. Und dann geht hier hinten alles in die Binsen. Verstehe. Dann kommt Nicolas Latifi. Und fährt auch nochmal hinten drauf. Und Kevin Magnussen fährt auch nochmal hinten drauf. Und dann kommt der kluge Elin Hartmannsen und fährt vorbei. Smarter Junge, oder? Muss man doch mal so sagen. Okay, und das hat mir jetzt Punkte gegeben. So, das heißt, in der Rangliste ist Elin Hartmannsen auf der 10 mit 18 Punkten. Gut, aber erstmal die wichtigen Dinge. Charles Leclerc führt nach wie vor die WM an mit 155 Punkten. Es sind nur noch 2 Rennen. Das heißt, es gibt maximal noch 52 Punkte zu vergeben. Das heißt, wir können schon mal ausrechnen, wer noch im Rennen ist und wer er nicht mehr. Das heißt, Sergio Perez könnte theoretisch noch Weltmeister werden. Lewis Hamilton könnte noch Weltmeister werden.
Lando Norris könnte noch Weltmeister werden. Das war's. Carlos Sainz ist aus diesem Rennen raus. Das heißt, wir haben in jedem Fall einen neuen Weltmeister zu krönen am Ende dieser Saison. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Charles Leclerc. Charles Leclerc führt mit 38 Punkten auf jeden Fall das Ganze an. Lewis Hamilton mit 48 Punkten. Und Lando Norris jetzt so von meiner Meinung her erstmal so in der Außenseiterposition für den Titel. Genau, so, wir haben nochmal einen Platz gut gemacht gegen de Valtteri Bottas. Durch unsere, was sind das jetzt gewesen? Der siebte gibt 6 Punkte. Durch unsere 6 Punkte. Und Sebastian Vettel hat seinen ersten Punkt geholt. Das heißt, nur Robert Schwarzmann ist diese Saison noch komplett ohne Punkte. Boah, damit ist so ziemlich jedes Team. Brumm, brumm, sagt der Erik. Ach, der Erik ist da. Wie schön. Hi. Ist so ziemlich jedes Team in der Verlosung für die dritte Season. Müssen wir da mal gucken, wie wir das handhaben. Würde es nach den Regeln gehen, die ich mir so, hi, hi, für das nächste Mal ausgedacht habe, wenn ich das nochmal neu starte, wäre jetzt McLaren, Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo und Williams an der Verlosung. Also drei unter mir. Nein, zwei unter mir, ich selbst und zwei über mir. Da hätte man zumindest eine kleine Chance auf ein Top-Team. Eine 1 zu 5 Chance sozusagen. Aber mit den aktuellen Regeln, ja, hätte man zumindest die Chance auf jedes Mittelfeld-Team. Und wenn man immer vorne im Mittelfeld mitfährt, naja, wer weiß, was dann so geht. Aston Martin auf jeden Fall von P10 auf P6 geschossen in den letzten zwei Rennen. Super Leistung. Und anders als erwartet sind wir die treibende Kraft jetzt bei Aston Martin. Vettel, der ja jetzt sowieso dann in Rente gehen will, also im Spiel jetzt, im Realen ja auch, aber im Spiel, der kann das Zepter jetzt guten Gewissens hoffentlich an uns übergeben, auch wenn man ganz, ganz ehrlich sagen muss, beide Rennen waren ganz schön glücklich. Das war nicht, weil ich so toll gefahren bin, sondern wir haben einfach Glück gehabt. Also die 75er KI bleibt da für mich. Und Erik, wie sieht denn das aus? Also ein Hubs essen würde ich eigentlich schon ganz gern. Aber wollen wir weiterspielen heute oder eher nicht so? So, wir können auf jeden Fall noch für morgen früh dann schon mal vorspulen zu Mexiko. Noch ein Strapazierfähigkeitsereignis. Eine wohltätige Organisation hat nachgefragt, ob du sie als Gesicht ihrer neuen Kampagne unterstützen würdest. Das hieße leider, dass du die Teambuilding-Aktivität verpassen würdest, die für die Strapazierfähigkeit-Abteilung geplant ist. Nun, Elon, wie sieht's aus? Was möchtest du tun? Er möchte das neue Gesicht der wohltätigen Organisation werden. Ist nur erstmal, damit du nicht umfällst. Das werde ich tun. Supi. So, eine neue Kurbelwelle für den Motor. Weekly Resources. Die neuen Teile wurden ohne Probleme. Luftbleche sind durchgekommen. Am nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Die Wohltätigkeitsarbeit hat dem Team wichtige Publicity verschafft und das Team konnte verstehen, warum es nötig war. Fahreranerkennung plus 1000 Erfahrungspunkte. Bleibt bei Level 12, aber es ist ja so nicht so schlecht. So, dann haben wir, das Marketing wurde verbessert, hurra. Energiespeicherzellen, okay, wöchentliche Ressourcen und dann geht's nach Mexiko. Okay, neue Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So, wollen wir mal gucken, wie wir stehen, bevor wir dann Mittagspause machen und das Spiel wechseln. Nicht unbedingt gutes Wetter, aber es regnet zumindest nicht. Wir haben mal einen Sprung gemacht. Wir haben mal einen Sprung gemacht. Guckt mal. Wahnsinn. I am impressed. Wir sind im Mittelfeld. Mehr oder weniger. Wir können Elfter werden. Zwölfter. Scheibe. Aber wir sind im Mittelfeld. Guckt mal da. Wuhu. Yay. Nach fast zwei Seasons. Endlich angekommen. Uff. Uff, uff, uff. Nicht schlecht. Alpine ist richtig abgesoffen. Muss Latifis Schuld sein. Ja, nice. Nice, nice, nice. Wir sind immer noch weit weg von Alpha und McLaren. Ich finde, hier sieht man das viel deutlicher.
jetzt bei irgendwo 740 steht Ferrari, würde ich schätzen, was das hier so an Punkten ist, an der Leistungslinie. Ja, wir sind immerhin jetzt voll dabei. Aber in den letzten zwei Rennen, ja, man kann jetzt keine Wunder mehr erwarten, na klar, aber wenn nochmal so ein Safety Car passiert und wir hier um P4 nochmal fahren, na, kann man Ricardo auch nochmal einholen, so ist es nicht. Also, auf der anderen Seite unsere Motorenteile, ja, wird schon schief gehen irgendwie. Also, wir haben jetzt noch zwei Rennen vor uns morgen, Mexiko und Abu Dhabi, und dann wissen wir, wie die Season ausgeht. Ich sag mal so, wenn wir ein Team kriegen, was im vorderen Mittelfeld mitfahren kann, finde ich das schon ganz spannend, aber ansonsten muss ich mir überlegen, ob Elin Hartmann so frühzeitig in Rente geht oder zumindest mal eine Pause einlegt, aber das entscheide ich morgen. Und bequassel das nochmal mit den anderen. Wir machen jetzt ein halbes Stündchen, machen mal Pause und um 12.30 Uhr sehen wir uns wieder im Pixelbrei von Terraria wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wann fängt morgen der Stream? Wenn ich aufgestanden bin. Ich versuch's. Ich habe heute 9.16 Uhr gestartet. Ich peile 9 Uhr an. Realistisch irgendwas zwischen 9 und 9.30 Uhr. Das ist realistisch. So, jetzt machen wir aber ungefähr eine halbe Stunde Pause, damit hier das Gepiepse hinter mir mal aufhört und ich was Kleines essen kann. Und dann freue ich mich sehr, mit dem Erik wieder in unseren Pixelbrei herabzustoßen und heute mal das Auge zu poppen und noch öfter zu sterben als gestern. War mir eine Ehre. Bis bald. Ciao.